Ja, ein neues Video und diesmal geht es um einen Laptop-Ständer, in dem Fall X10 Pro, ein Teil, was eigentlich für den MacBook bzw. MacBook Air gefertigt wird. Ich bin auf der Suche halt nach so einem Ständer für mein Vaio und dann wollen wir mal gucken, ob das Ding auch passt. So, erste Hürde ist genommen. Ja, aber die zweite, da scheitert es dann schon. Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es. Okay, hier oben die Anleitung, wie es zusammenzubauen ist. Hier ist der Ständer. Das sieht schon mal sehr wertig aus, Aluminium. Dann die Tischplatte. Ja, was bleibt, ist dann noch dies und das müssten dann die Schrauben und so weiter sein. So, okay. Ja, ich denke mal, ich nehme mal das etwas längere Teil. So soll es aussehen. Tja, mal gucken, wie man das dann einfach zusammenschrauben kann. Gucken, ob man da einen Cent oder sowas zum Schrauben nutzen kann. Ja, das funktioniert schon mal. Okay. Ja, Montage, keine große Kunst. Jetzt die alles entscheidende Frage, passt das Vaio drauf? Aber das war eigentlich abzusehen. Das sieht schon mal gut aus.
So, Vorteil von diesem Xtend jetzt bei dem Vario ist halt, ich habe hier vorne, habe ich es frei, und zwar ist nämlich bei dem Vario, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, ja, Anschlüsse für, beziehungsweise Karteneinschübe für SD-Slot, für SD-Karten. Ich habe zwar auch hier ein paar Status-LED, aber die sind ja während des Betriebs eigentlich eher unwichtig. Von daher funktioniert das soweit. Kleiner Wermutstropfen. Ich drehe das Ding mal um. Man kann es nicht erkennen. Ich versuche mal, ob ich mit der Kamera da irgendwie hinkomme. So. Man sieht also hier das Display. Beim Vario ist es so, dass wenn man das aufklappt, halt dieses Display nach unten geht und dadurch das Vario angehoben wird. Und das ist genau auf der Kante. Also da gibt es dann leider 3 Punkte Abzug. Aber trotzdem steht das Ding relativ stabil drauf, wobei ich ja auch nicht tippen will, sondern das Display soll einfach nur höher stehen, damit ich eben dann ganz normal per Maus und Tastatur dran arbeiten kann und halt direkt daneben steht mein normaler Monitor, der ebenfalls dann angeschlossen wird.